Lotto nicht. Das ist Lotto nicht, den bekommt ich Blitz jetzt. Ja. Ah! Komm, schieß deine komischen Dinger. Wow, 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 nicht diese komischen Dinger. Genau. Und tschüss. Und wir bekommen noch mehr Leben. Nice. Okay, Leben haben wir auf jeden Fall genug. Und dort haben wir noch ein paar Herzchen, die wir nehmen können. Das läuft gerade ziemlich gut. Ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Warte mal. Hier, Geheimraum vielleicht? Nein! Oh, Idiot. Der Geheimraum ist da. Ups. Wir könnten noch ein Herzchen aufsammeln. Komm, wenn wir schon mal hier sind, sammeln wir mal das Herzchen ein. Gott, der Run wird ziemlich lange dauern, oder? Wir haben jetzt auch ein bisschen uns Zeit gelassen und so. Naja, ist doch gut, oder? Genießen wir den Run. Und unser Bettler ist irgendwie ganz sinnlos unterwegs. Nutzen hat er noch nicht so richtig gehabt. Ach, Kacke. Ach, Kacke. Oh, warum? Ach, weil es freigesprengt ist. Oh, Junge, 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 Junge. Lass uns einfach hier durch. Zack, fertig. Wir wollen eh nicht mehr zurück. Und deswegen passt das ganz gut. So, komm, nimm. Die Münze, mein Lieber. Die gehört dir. Ganz allein, warum will er die nicht nehmen? Das ist irgendein Bug. Guck mal, der zuckt ein wenig. Oh, das ist natürlich ein Zeichen. Tail, vergiss es immer wieder. Irgendwie was Cooles bestimmt, oder? Ach, das Kisten werden erhöht die Chance, dass goldene Truhen und normale Truhen anstelle von anderen Pickups erscheinen. Jo, lass mal nehmen. Keine Ahnung. Zack, fertig. Klingt eigentlich nicht so gut, oder? Klingt eigentlich nicht so gut. So. Töten wir die Dinger mal. Ich hoffe, es nimmt alles sehr gut auf. Nicht, dass irgendwie mein Headset-Mikro aufgenommen wird. Ich habe voll Panik, dass alles schlecht läuft. Aber es muss das richtige Mikro sein. So, weiter geht's. Wir haben nur blaues Herz. Wir dürfen jetzt gar keinen Schaden bekommen. Weil sonst ist unser weißes Herz weg. Oh Junge, oh Junge, oh Junge. Boah, war das knapp. Nicht nochmal. Okay. Ah, jetzt fliegt er wie ein Bekloppter. Nice, okay, jetzt haben wir ihn erstmal vom Thron geschubst und können ihn ein bisschen zerstören. Er ist ein bisschen schnell, er ist ziemlich schnell. So. Sehr gut, und da ist der Teufelsraum. Da, ja, warum nicht? Cube of Meat könnt ihr übrigens, wenn ihr das Cube of Meat habt und nochmal würfelt, bekommt ihr immer noch Cube of Meat. Ja, das ist kleiner Tipp. Oh nein! Wobei, eigentlich, komm, der ist einfach. Eigentlich. Ja, Chubby macht ordentlich Schaden, das ist ganz gut. Teilt er sich eigentlich noch? Weiß ich gar nicht, oder? Nee, der bleibt einfach so. Ich möchte mein weißes Herz nicht verlieren. So. Huah! Boah, hab ich mich erschrocken. Lump of Coal, was? Ach, ich hab's noch gar nicht freigeschaltet. Ach, hier übrigens. Kohle. Ist ganz gut eigentlich. My Xmas Presents. Je weiter die Tränen fliegen, desto größer werden die und machen mir Schaden. Das ist der Sinn von Kohle da. Die sind aber ziemlich klein, meine Tränen, irgendwie. Wie viel Schaden machen wir denn? Ich traue der Anzeige irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Naja, so, wir haben jetzt alles. Wir können jetzt in die nächste Ebene, oder? Aufnahme stoppen. Gut. So, und ein Herzchen dazu bekommen. Meine Güte, haben wir viele Herzen. Die wir wahrscheinlich später alle einfach so nacheinander verlieren werden. So, der Itemraum muss irgendwo hier links und dann nach unten sein. So, alle in einer Reihe und jetzt Chubby-Attacke. Nice. Sehr gut so, sehr gut so. Zack, und hast ihn aufgegessen. Ja, damit. Und das ist Two of Clubs, das, genau, Bomben verdoppeln. Warum nicht? Da sage ich nicht nein zu. So. Uah. Mist. Ah. Ja, mein Freund, irgendwie haben wir wenig Münzen für dich, was? Mein blauen Herz sind auch gleich alle weg hier. So. Oh oh. Okay. Und wir bekommen noch einen Schlüssel und noch ein Trinket. Was hast du für mich? The Hermit. In den Shop rein. Und da ist natürlich Greed. Wer denn sonst? Wer denn sonst? So. Boah, Chubby, ey.
Hier hast du viele Münzen. Hier hast du jetzt viele Münzen. Greif nur zu, auf geht's. Zack, zack, ist sie, nice, Schlüssel. Was haben wir dort? Und hier, und da ist noch eine Münze. Du droppst nur Schlüssel, oder kann das sein? Und ab und zu Herzen oder sowas. Und, komm schon, eine Diamond. Okay. Oh, der hört gar nicht mehr auf zu pupsen. Geil. Okay, to the moon. Das teleportiert uns zum Geheimraum, war das nicht so? Ja, das mal einsetzen. Zack, und wir haben nur hier dieses doofe Ding. Können wir in die Luft jagen, vielleicht... Ja. Nee, leider nur ein Herz und ein Schlüssel. Okay, sehr gut, da hat er gar nicht mehr aufgehört zu pupsen. Wir gehen da ein. So. Und... Ja, Itemraum müssen wir immer noch da suchen, genau. Ich mag diesen Run irgendwie. Irgendwie ist er ganz cool. Nee, dachte ich jetzt, ich sag sexy, was? Nein. So, auf in den nächsten Raum. Zack, 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 zack. Der Emperor nehmen wir mit für später, damit wir einfach direkt hin teleportiert werden, weil es macht ja keinen Sinn, da die Ebene zu clearen, weil es gibt da weder Shop noch irgendwas. Vielleicht ein Bettler, aber wir haben ja einen Bettler an unserer Seite, der zwar nicht so die krassen Dinger droppt. Oh, der hat Krebs gedroppt. Doch, das ist eigentlich ganz gut. Zehn Bomben. Ich glaube, wir würfeln nochmal. Wir würfeln gleich nochmal, ja. So, dann lass uns mal das Item hier ein bisschen aufleveln, das Space-Item. Aufleveln. Dingsbums, aufladen, genau. Zack, und wieder Bomben. Genau, 23 Bomben, das ist ordentlich. Ah, da bin ich jetzt froh, dass wir jetzt Glück hatten und Bombs Aki hatten. Jetzt haben wir viele Schlüssel und auch viele Bomben. Hat sich's gelohnt. Haben wir auf jeden Fall kein Problem mehr mit diesen Bomben. Nee, scheiße, ich hab's aufgesammelt. Und komm, hol dir. Nickel. Nice. Das ist doch... Was ist das? Tears Down. Ja, danke. The Hermit. Ne, wenn wir zum Shop teleportiert, dann lieber The Emperor mitnehmen. Und komm, den Raum machen wir auch noch. Na eh, viel zu stark für alles hier. Bam, bam, bam. Genau deswegen glaube ich der Anzeige einfach nicht, dass wir nur zwei Striche stark sind. Ich glaube, nein. Ich glaube, wir sind mindestens 5 Striche stark. Ja, ja. 5,2. 5,2 Striche, ja. So, ein bisschen Abstand halten wegen Kohle. Weil dann wird es hier stärker. Der Raum sieht irgendwie komisch aus. Das ist ein Fehler hier, oder? Das war noch nie so an der Wand. Sieht auf jeden Fall sehr brutal aus. So, dann gehen wir jetzt nochmal würfeln. Ach ja, mit dem Dice ist es echt hier hin und her latschen, aufleveln und so. Deswegen wird der Run jetzt ziemlich lange dauern. Oh, die Folge kommt sehr spät online. Ihr werdet wahrscheinlich durchdrehen, aber es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Aufnahme stoppt, ich nehme auf. So, ach, Kacke. Mal einsetzen, hier so ein Ding, bum, Dings, bums, bum, bekommen. Okay, da oben ist ein Raum. Gehen wir auch mal dahin. Und dann, wenn wir beim Boss sind, müssen wir nochmal zurück und das nochmal würfeln. Einfach, weil ich Lust habe, so ein mega geiles Item zu bekommen. Wer hat es nicht in Isaac, hä? Gute Items in Isaac sind gut. Eine weitere Weisheit. So, und auf Wiedersehen. Noch 3 Räume müsste eigentlich klappen. Bis zum Boss dauert es ja auch noch mindestens 3 Räume. Ja, ein Raum könnte vielleicht irgendein normaler Raum sein, wo einfach ein Bettler auf uns wartet, was ziemlich sexy wäre. Ich muss ein T-Shirt machen. Ziemlich sexy. Das wäre aber, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Vielleicht mit Isaac noch drauf. Wie er mit der Puppe. Ach, genau. Isaac? Ah, nee, das ist ja geschützt, glaube ich, oder? Nee, das kannst du nicht bringen. Vielleicht mich als Isaac, wie ich die Pubertätpille nehme auf dem T-Shirt und da steht dann drunter noch sexy. Ja. Genau. Gehen wir mal nach rechts. Hey, du. Zack, 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 zack. Komm mal, ich töte dich mit deinem Kumpel hier. Mit deinem Little Chubby Dingsbums. So ein bisschen Abstand halten. Mehr Schaden. Sehen, meine Freunde. Zack, zack, zack. Und eine Münze für dich. Nice, vielen Dank für den Schlüssel. So, und wieder zurück und einmal würfeln. Und was jetzt kommt, das müssen wir nehmen. Hin und her, hin und her, hin und her. Ja. Und den Sacrifice Room will ich auch nochmal rein. In der Hoffnung, dass wir dort irgendwie was Cooles finden. Übrigens an alle Let's Player, ich trinke jetzt grünen Tee ziemlich oft. Vor der Aufnahme, abends immer. Und das ist gut für die Stimme, muss ich schon sagen. Ich weiß nicht, ob man einen Unterschied merkt. Ja, nehmen wir das mit. Komm, nehmen wir mit. Zack. Plopp. Jetzt fliegt das hin und her. Heilige Kacke, sehen wir kacke aus, ey. Als hätten wir getrocknete Tomaten ins Auge gestopft.
Ja, grün Tee. Ich weiß nicht, ob man einen Unterschied merkt jetzt so. Aber es ist auf jeden Fall sehr cool. Man kann auch dann besser reden. Weil nach einer Zeit ist es so, dass man dann irgendwie die Stimme tut weh und alles mögliche. Aber dann dazwischendurch so ein grünen Tee und die Stimme tut nicht mehr weh. Ja, das sage ich immer. Egal, scheiß auf den Automaten. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, in diesem Run irgendwie rumzuspielen. Da könnten wir vielleicht die Fliege bekommen und sowas. Aber nein, danke. Ups, da habe ich die Münze weggenommen. Oh. Und hier finden wir Pillen. Tears up. Und Friends till the end. Nice. Aber die Emperor möchte ich haben, weil jetzt treffen wir auf die Mom. Cool. Und wir bekommen keinen Schaden, weil wir uns rausteleportiert haben. Nice. Und die Trollbombe kann weiter rumtrollen. Hey, dieser Run ist sehr geil. Der ist auch irgendwie anders, oder? Wer ist denn? Da bin ich ein bisschen... Ja, da bin ich stolz drauf und froh darüber, dass der sich sehr unterscheidet. Sonst waren es immer die gleichen mit Kerzen, ein bisschen irgendwie Damage ab. Aber hier, das ist gut. Viel Leben. Oh Gott, die blaue Form. Was macht die denn nochmal? Ist die heftig? Spawnt die krassere Gegner oder so? Weiß ich gar nicht. Na, schade, ich dachte, da geht's rechts auf. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden die bekommen hat? Dank Chubby, ey. Chubby ist echt das ultimative Monster. So, und einmal das hier. Speed up. Sehr gut. Jetzt sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Und ja, auf geht's in die nächste Ebene. Nice. Und hier könnten wir jetzt eigentlich... Oh, jetzt müssen wir wieder warten, weil es abstürzt. Naja, so. The Emperor werde ich hier, glaube ich, noch nicht einsetzen. Erst später. Oder eigentlich können wir das aufsparen, bis wir bei Isaac sind. Ja, jetzt haben wir hier unseren Kompass auf jeden Fall. Wir kämpfen uns mal durch. Oh Gott! 4 Stück von denen, das ist ja geil. So, hätte ich schneller töten müssen. Zack, zack. Ich glaube, die sparen wir doch. Die Emperor sparen wir für Isaac auf. Ich hoffe, ich verwechsel die Karte wieder nicht und ihr seid jetzt die ganzen Aufnahmen lang angepisst. Allgemein seid ihr extrem angepisst, ey. Wenn ich irgendwie was Falsches mache. Tut mir leid, wenn Isaac eure Existenz und Lebensenergie ist. Aber es passieren nun mal Fehler. Ich hoffe, wir sind überhaupt hier. Oh, diese blöden Viecher. Oh, verdammt, ey. Egal. Es geht noch. Da ist unser blaues Herz. Sehr gut. Und den Geheimraum haben wir freigeschaltet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da bekommen wir mehr Bomben. Nee, da behalte ich lieber Krebs. Und jetzt tob dich aus. Komm, gib mir coole Sachen. Zack, zack. The World. Ja, ich will so oder so den Emperor haben. Strength. Ach, Kacke. Oh, so viele gute Karten, ey. Was ist das nochmal? Two of Clubs. Heilige Kacke. 56 Bomben, ja. Das ist natürlich jetzt sehr geil. The Emperor. Jetzt war... Ich bin wieder unsicher. Ich weiß nicht... Ach, ich kann es einfach nicht merken. Kommt jetzt der Boss? Nein, jetzt kommt kein Boss, ne? Da können wir eigentlich hier... Oh. Und raus, 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 raus. Eigentlich könnten wir Strength nehmen und damit den Boss hier besiegen und dann... Oh Gott, ganz links. Hab ich gesehen. Tschüss. Hey, der war schon tot. Nicht schießen. Und nach unten. Ah, The World hätten wir einsetzen können. Ach, Idiot. Egal. So. Und dich einmal. Los, knabber ihn an, Chubby. Ja, schmeckt dir was? Sehr gut. Ups, 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 ups. Ach, der hat sie alle genommen. Achso, okay. Sehr gut. Und hier haben wir Death. Dieses Ding, das möchte ich nicht haben. Lass uns mal jetzt einfach direkt zum Boss. Und auf Wiedersehen. Auf zum Boss. Und es kommt jetzt hier so ein... Oh mein Gott. Ach, das ist XL auch noch. Das heißt... Moment mal, kommt... Kommt gleich hier It Lives. Oh Gott, diese Superform. Wir müssen irgendwie oben bleiben. Oben, 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 oben. Komm, 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 komm. Ah, verdammt. Yes! Oh, die Krone. Würfen wir mal. Und wir bekommen Dogfood. Nice. Nee, Desert. Ja, weiter in die nächste Ebene, oder ja, lassen wir weiter hier und den List besiegen, müsste doch, ja, jetzt kommt List. So, und wir können auch wieder zurück und die ganzen Sachen aufsammeln, wenn wir wollen. Ich weiß nicht, ob The World uns auch noch heilt oder sowas.
habe ich irgendwie was in Erinnerung. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. So, Abstand halten. Weil du stinkst. Muss jetzt mit Kohle gesäubert werden hier. Geht doch. Hier ist aus irgendeinem Grund keine Bombe gelegt. Egal. Ah, schade. Ich dachte, da fliegt jemand rein. Geht doch. Aber wir machen noch nicht so viel Schaden. Nicht so viel. Bisschen schade. Au. So. Komm. Und er ist tot. Sehr gut. Aber ich muss sagen, wir haben echt verdammt viel Schaden bekommen. Ich glaube, wir gehen nochmal die Ebenen durch und hoffen mal, dass wir also ein paar Herzen sammeln. Komm, das machen wir jetzt. Ist da vielleicht ein blauer Stein oder so? Zufälligerweise? Nein. Hier, das nehmen wir nicht. Oh Gott. Nicht, dass wir noch mehr Leben verlieren. Ist das wirklich schlau? Ich weiß es nicht. Oder auf in die nächste Ebene und dort dann gucken. Komm schon, Herzen. Das ist ein Space-Item, oder? Kakao. Ja, nehme ich. Ja, wir machen auf jeden Fall... Doch, das nehmen wir mit. Jetzt muss ich halt wie ein Bekloppter nur ganze Zeit klicken, aber... Doch, hat sich gelohnt jetzt hier. Das hat sich gelohnt. Lass mal die Karten einsetzen. Ob der World uns vielleicht heilt. Ne, Strength. Was macht Strength? Ach, es hat uns geheilt. Nein. The World. Nein. Aber jetzt sehen wir immerhin die Welt. Und heilige Mama, ist die riesig. Komm, einmal noch. Also ich meine, einen Abschnitt hier. Oh mein Gott. Ach stimmt, Kakao habe ich. Ganz vergessen. So, aber wir machen doch schon. Ja, gut. Und weg mit dir. Nee, schade. Nur einen Raum. Ich halte mich nicht mehr. Okay, so. Dankeschön für den Schlüssel. So. Na komm, stirb doch, genau. Ja, gut. Wir haben jetzt zwei Herzen, fehlen uns noch. Vielleicht finden wir die. Naja, weil wir setzen ja jetzt den Emperor ein und dann werden wir direkt zum Boss teleportiert. Deswegen. Deswegen würde ich jetzt gerne eigentlich. Weil ich würde jetzt gerne irgendwie volles Leben haben, weil das sonst, irgendetwas müssen wir finden, weil wenn ich jetzt da verdammt viel Schaden bekomme, dann bin ich am Arsch. Okay, hier mein halbes Herz, dafür haben wir ein blaues Herz verloren. Ob sich das gelohnt hat, das weiß ich ja nicht. Na komm. Na, würdest du jetzt bitte stehen bleiben, dankeschön. Ah, verdammt, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich weiß jetzt nicht, was das Richtige ist. Weil gleich haben wir sonst den Run geschafft, ne, eigentlich, ja. Oh, Junge. Schnell zerstören alles hier. Bevor es gefährlich wird. Oh, knapp ausgewichen, ey. Liberty Cap. Nein. Nicht mitnehmen. Der blöde Bettler. Schade, ich dachte, vielleicht ist da ein blauer Stein. Und weg mit euch. Der Bettler ist ein bisschen der Buggy mit dem, mit Chubby. Buggy mit Chubby, ja. Weil der fliegt dann irgendwie auch immer mit. Ah, nur Schlüssel. Was mache ich hier, ey? Ah, Mist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt... Ich würde gern volles Leben haben. Nicht, dass es dann irgendwie an einem halben Herz scheitert. Oh, komm schon.
Gib mir noch Herzen. So. Herzen. Ah, super. Dann nimm jetzt auch noch das hier mit, hier, mein Lieber. Und Fork. Ja, damit könnten wir auch heilen. Jetzt fehlt noch ein halbes Herz. Ja, gut. Jetzt können wir Richtung Boss. Ja. Auch wenn wir eigentlich noch irgendwie blaue Herzen bräuchten oder sonst was. Naja, versuchen wir es einfach mal. Einfach mal versuchen. Ne? Was soll schon passieren? Außer sterben und der ganze Run ist für den Arsch. Ja, The Emperor. Einfach hin dort. Wir bekommen auch keinen Schaden. Falls das die richtige Karte ist und nicht, dass wir jetzt irgendwie fett Moms Fuß auf den Kopf bekommen. The Emperor. Nee, nee, nee. So, auf geht's. Richtung Himmel. Warte mal. Der geht noch. Ich glaube, ich setze The Emperor ein, wenn es echt irgendwie so ein krasser Raum ist. Ja, genau. Ich setze The Emperor ein, wenn es irgendwie so ein Mega-Raum ist, wo ich denke, wow, da ist ja keine Chance. Schnell, zack, zack, zack. Und einfach schnell zum Boss. Ne? So, einmal aufladen hier die Schüsse. So, geht. Ich muss mich jetzt voll konzentrieren. Deswegen werde ich jetzt ein wenig nicht so viel reden. Ace of Spades. Nein. Trotzdem ist es noch Curse of Darkness. Zum Glück habe ich es behalten, ey. Okay. Ein bisschen Übersicht einfach nur behalten. Und ein blaues Herz bekommen. Sehr gut. Die Steine sind ein bisschen blöd. Klicken wie bekloppt da. Zack. Noch ein blaues Herz. Genug Bomben haben wir auf jeden Fall. Hier ist... Ach, guck mal hier. Warte mal, dann nehme ich die Dinger mal. Weil eigentlich... Eigentlich könnten wir das hier mitnehmen, ne? Da sind wir stärker. Aber ich will's... Komm, wir nehmen das mit. Ja, sind wir noch stärker. Ja, das ist eine gute Sache. Tschüss, Würfel. Mach's gut. Schreib mir. Puh, okay. Und jetzt gucken wir mal, was es hier gibt. Okay, sehr gut. Und, Mom's Pearl macht bestimmt was richtig Geiles, aber habe ich keinen Bock drauf. Ah, ich glaube, die teleportiert einen aus dem Raum, wenn man da irgendwie zu viel Schaden bekommt oder sowas. War das nicht so? Okay. Die sind gut. Die kann man besiegen. Ja, gut, dass ich das Kakao gefunden habe, ey. Und noch ein blaues Herzchen. Sehr gut, ey. Wenn das so weiterläuft. Oh Gott, das ist Daddy. Oh Gott. Ist das jetzt der Moment, wo ich das einsetzen muss? Okay, er ist tot. Bekommen wir irgendetwas? Okay, anscheinend nicht. Puh. Daddy's Fuß, ey. Alles klar, sehr gut. Ein halbes Herz hier, dann sind wir auf jeden Fall so voll. Puh. Warum ist da so ein Zeichen hier? Seht ihr das? Da ist ein Schlüssel abgebildet, aber ich sehe hier keinen Schlüssel. Hör auf, das hin zu mir zu fördern. Ach, das ist überall so abgebildet. Ach so, okay. Idiot, mein Gott. Hat das Gehirn wieder nachgelassen. Rechts waren wir noch nicht, ne? Ich glaube, wir sind jetzt bereit für The Emperor. Oh. Das geht noch. Oh Gott. Lass uns. Auf geht's, wir besiegen ihn jetzt. Auf geht's, Isaac! Book of Belial, auf geht's! Einfach rauf da! Und ich setze jetzt öfters Book of Belial ein. Heißt das, wir werden jetzt immer stärker, oder was? Was bringt das? Nice, wir haben Isaac wieder besiegt. Boah,
Das war ein langgestreckter Run, aber wir haben es hinbekommen. Auf geht's, ey. Puh. Das hatten wir schon, ne? Oder? Weiß ich gar nicht. Ja, deshalb wurde ich ja gebeten, dass ich das irgendwie laufen lassen soll, weil es jetzt irgendwie Horrormusik eingefügt wurde. Ja, klingt sehr interessant. Ist das Twinkle Twinkle Little Star? Boah, sorry, da musste ich mir kurz übergeben. Komische Musik, ey. Okay, dann lassen wir durchlaufen. Ja, auf jeden Fall, das war jetzt, ja, wir müssen jetzt, glaube ich, Mom noch, Isaac noch einmal besiegen, oder? Dann haben wir das Polaroid voll. Oder, falls ich mich irre, dann noch zweimal. Twinkle, twinkle, little star oder so. Was? So, komm, hör auf jetzt. Du musst den Part hochladen. Oh, es ist 30 und es kommt keine Folge. Oh. Die Leute sind am Durchdrehen und am Töten. Okay. Oh, das ist eine ganz andere Musik. Weiß nicht. Boah, da kommen jetzt noch mehr Gegner dazu. Weil wir natürlich mehr Gegner freigeschaltet haben, oder? So lange war das doch nicht. Hier, Daddy Long Legs. Hier, die Füße vom Daddy. Mhm. Und Mom. Natürlich die ganzen Reiter. Satan. Skollex, Skrillex. Und Moms Heart. Und Isaac! Genau, den bekämpfen wir auch noch. Wir müssen noch Isaac noch zweimal besiegen. Ah, okay, gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von The Binding of Isaac. Und weiß ich nicht, was soll ich mich kümmern? Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Bis dann.